Thomas Mauch. Auch Zwerge haben klein angefangen, war Ihr vierter Film mit Werner Herzog, wenn ich richtig gezählt habe, von 9 zwischen 1967 und 1987. Lebenszeichen war der erste, dazwischen gab es einen Kurzfilm und einen mittellangen Film. Ja. Und bei Lebenszeichen, haben wir vorgestern gehört, hat der Drehort einen familiengeschichtlichen Hintergrund, die Insel Kos. Da hat der Großvater von Werner Herzog Ausgrabungen gemacht. Sie hatten vorhin erwähnt, bei Lanzarote gibt es auch einen familiengeschichtlichen Hintergrund. Können Sie uns was dazu sagen? Der Film wurde im November, Dezember 1969 auf Lanzarote gedreht. Warum er diesen Ort ausgewählt hat? Ja, Lanzarote ist eine sehr schöne Insel, die sehr, sehr exotisch wirkt. Wir haben sie alle sehr geliebt, diese Insel. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Familienzusammenhang existiert, sondern es hat sich so halt ergeben, weil es eine Insel ist, die sehr unterschiedlich ist. Da gibt es Vulkane und da gibt es die merkwürdigsten Dinge auf dieser Insel. Es gibt Vulkane, es gibt Weinpflanzen, es gibt Wein und es gibt Dinge, die es woanders eben gar nicht gibt. Und es gibt völlig nackte, trockene Gebiete und es gibt auch wieder das Gegenteil davon. Also das ist eine Insel, die eigentlich von Widersprüchen geradezu überläuft. Ich habe die Insel sehr geliebt aus verschiedenen Gründen. Und ich war auch anschließend nochmal dort und habe sie wieder sehr geliebt. Aber dann haben wir eine Geschichte entwickelt, wo die Insel dann gar nicht so wichtig war. Und die Leute waren dann eben wichtiger. Und ja, ich habe dann einen Kurzfilm gemacht, irgendwann mal dazwischen, den Sie ja hier gerade gesehen haben. Und dieser Kurzfilm hat irgendwie auch mein Verhältnis zu Herzog dargestellt. Ne? Ich habe den Film eigentlich nie verkauft, der lief nie irgendwo. Er lief auch nicht als Kurzfilm da, ich habe ihn auch nicht als Fernsehen verkauft, überhaupt nichts passierte mit dem Film. Und deshalb freue ich mich, dass er jetzt so ab und an mal wieder so das Licht der Leinwand erblickt. Und das ist so mein Leben. Zwischendurch mache ich dann Dinge, um darüber nachzudenken und zu zeigen, dass ich manchmal über die Dinge nachdenke. Aber ich weiß nicht, ob das genügt. Hat Werner Herzog Ihren Dokumentarfilm gesehen? Das weiß ich nicht mal. Ich habe ihn auch nicht danach gefragt. Ganz nicht, weil ich Angst hatte, wie er reagieren könnte, sondern weil ich es ganz einfach vergessen habe, ihn zu fragen, ob er es gesehen hat. Die Dinge werden dann nicht mehr so schrecklich wichtig, wie sie irgendwann mal gedacht wurden. Ja, aber Sie zeigen da ja auch eine kritische Distanz, unter anderem zu Herzogs Arbeit, hatte ich den Eindruck. Das ist er gewöhnt. Das ist er gewöhnt? Das ist er gewöhnt, das schluckt er ohne weiteres. Und ich habe mich gefragt, wie die Zusammenarbeit war, die Genese des Films, überhaupt als Kameramann mit ihm zu arbeiten. Sie erwähnen einmal, er erklärt nichts. Hat das auch, ja, traf das auch auf Ihre Arbeit zu, dass er Ihnen wenig gesagt hat? Er hat mir sehr wenig gesagt und ich habe ihm dann etwas mehr gesagt und ihm hauptsächlich Dinge vorgeführt, wie ich mir die Sache vorstelle. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Irgendwie mochten wir uns so ganz gern gegenseitig, was wir uns so gegenseitig geliefert haben, das hat alles sehr gut funktioniert. Und das Ergebnis war meistens sehr schön. Und das hat ihn eigentlich völlig überzeugt, auch wenn ihn manchmal das, was ich ihm gesagt habe, nicht völlig überzeugt hat. Aber wie gesagt, ich mochte ihn und er mochte mich eigentlich auch auf eine gewisse Weise. Und manchmal haben wir uns irgendwas gesagt, aber das war gar nicht wichtig. Und ich habe mir dann schließlich abgewöhnt, was zu sagen, sondern ich habe es dann einfach gemacht. Und habe ihn beobachtet, was er dazu sagt. Also der Kinski, der einfach so rumgebrüllt hat, ich habe diese berühmte Kinski-Brüllerei ja aufgenommen, ohne dass es der Kinski und der Herzog gemerkt hat. Die haben sich zum ersten Mal angebrüllt während Agirre.
das war noch ziemlich frisch. Sie hatten sich zum ersten Mal angebrüllt und beide hatten ein bisschen Angst vor sich gegenseitig anbrüllen. Und das Team wurde also ganz weit in den Urwald geschickt, damit sie nicht hört, wie sich die beiden anbrüllten. Ich habe vorher, weil das in der Luft lag, das Anbrüllen, ich habe vorher unser Tonbandgerät, ein Nagra, mit dem ich sogar umgehen konnte, ein sehr schönes Gerät, habe ich laufen lassen und habe es auf automatisch gestellt und habe es zugedeckt, dass man nicht sehen konnte, dass es lief. Und dann, war ich darauf, erst mal zu kontrollieren, ob das Mikrofon überhaupt aufzunehmen im Stande war, und das war es. Und dann habe ich mich verkrümelt und mit dem Team nachgelaufen. Und wenn ich in der Ferne gehört habe, dass die sich gegenseitig anbrüllen, dann war ich ganz entzückt, weil ich wusste, das kommt dann schön auf den Film. Wenn aber daneben war leider ein Wasserfall, ne? Und wenn Herzog vornehm leise Stimme hatte, dann ging der Wasserfall auf der Automatikanlage natürlich etwas höher und dann sah man ihn nicht so gut. Aber wenn Kinski das dann brüllte, dann ging das Ding wieder runter und es war eine vollkommen hervorragende Tonaufnahme. Diese Aufnahme des brüllenden Kinski hat sich irgendwie über die Welt verbreitet, ohne dass ich das Geringste dazu getan habe. Da gibt es unzählige Kopien auf der ganzen Welt. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen ist. Sind das auch die Aufnahmen, die in Mein liebster Feind enthalten sind? Sind das Ihre Aufnahmen? Da gibt es ja auch diese Brüllereien. Zum Teil schon. Ich glaube es aber nicht. Da haben sie neue Brüllereien gemacht. Aber ich war ganz beglückt, als sie das dann brüllten, als sie sich gegenseitig dann anbrüllten. Und habe am Schluss das Gerät aufgeschaltet und alle Spuren verwischt. Und ich habe festgestellt, dass in der Zwischenzeit irgendwie dieses Gespräch oder dieses Gesprächsgebrüll sich irgendwie auf der ganzen Welt verbreitet, ohne dass ich irgendwas tun konnte. Also irgendwelche Leute im Kopierwerk oder wo müssen das irgendwie kopiert haben und verteilt haben. So dass ganz erstaunliche Mengen Leute dieses Gespräch habe, ohne dass ich irgendetwas tun konnte. Naja, so weiter. Und ich habe es dann schließlich dann verwendet in diesem Film, ne, in diesem Kurzfilm. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Herzog das gesehen hat. Ich habe ihn auch nie danach gefragt. Und ich wollte ihn mal danach fragen, habe es aber vergessen, ihn danach zu fragen. Ist auch nicht wichtig. Mit Kinski endete dann auch Ihre Zusammenarbeit mit Herzog? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die haben dann noch mehr Filme miteinander gemacht, aber ohne mich. Ja, aber es gab bei Cobra Verde diese Auseinandersetzung, wo Kinski sagte, mit Thomas Mauch will er nicht weiterdrehen. Das hat er auch gesagt. Das war aber nur reine eine Ausrede. Der meinte nicht wirklich mich, der meinte den Werner Herzog und er wollte noch irgendeine höhere Gage erpressen und all so Geschichten. Dabei ist das der einzige Film, wo er wirklich gut verdient hat. Aber dann haben sie einen grässlichen Film zusammen gemacht, als ich draußen war. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht drin geblieben bin und diesen Film zu Ende gemacht habe. Der Film ist tatsächlich ziemlich schaurig und der Herzog schämt sich auch ein bisschen für diesen Film. Ne? Da tut er dann gut daran. Aber so ist das halt. Nochmal zurück zu Auch Zwerge haben klein angefangen. Was stand denn bei Drehbeginn fest, was Herzog vorhatte? Ich frage mich auch, mit diesen Hühnern war das von vornherein klar, dass die so eine große Rolle spielen sollen in dem Film? Wie hat sich das entwickelt? Das war überhaupt nicht klar. Ich habe mich zwischendurch mit den Hühnern beschäftigt, habe festgestellt, dass die sich gegenseitig um den Besitz einer Maus prügelten und das wurde immer grausamer zwischen den Hühnern. Und das fand ich schon sehr toll. Und deshalb habe ich mich auf den Boden gesetzt, ohne Kommando und ohne Befehle. Einfach so habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe sie aus ihrer Perspektive heraus gefilmt. Und das sind ziemlich lange Würmer geworden. Und Herzog sah das dann auch erst im Schneideraum, als er das ganze Material dort besichtigte. Und war dann sehr begeistert. Und hauptsächlich Beate, die Cutterin, war begeistert. Und dann haben sie das alles reingeschnitten. Aber ich meine, dazu hat er ja absolut das Recht gehabt und dafür habe ich es ja auch gedreht.
und hat es auch genau so verwendet, wie ich mir es vorstellte, dass man es verwenden kann. Dann war das bei Lebenszeichen ähnlich. Da gibt es ja auch diese Tieraufnahmen, die aber ganz anders sind. Diese Fischschwärme und die Katzen und so weiter. Das waren Ihre Beobachtungen? Ja, und das waren so reine Beobachtungen. Die habe ich einfach so gedreht, weil es mir gut gefallen hat. Aber das hat keinen tieferen Sinn gehabt. Das hat sich dann so entwickelt. Und hinterher stellte ich fest, dass die beiden, die Katharin und der Herzog, das sehr schön verwendet haben. Und da habe ich mich auch nicht dagegen gesperrt. Das haben die sehr gut gemacht. Das ist überhaupt ein sehr interessanter Film, dieses Lebenszeichen. Das war der erste Film, den wir zusammen gemacht haben. Und ich habe mir davon sehr viel versprochen. Er bekam dann den Silbernen Bären auf der Berlinale, aber ansonsten verschwand er irgendwie im Bewusstsein der Filmkritiker und im Bewusstsein des Publikums, verschwand er irgendwie, wie sehr viele Filme von Herzog einfach verschwunden sind im Bewusstsein der Zuschauer. Wie haben Sie sich getroffen, wie haben Sie sich kennengelernt, wie kam es zu der ersten Zusammenarbeit bei Lebenszeichen? Der Herzog erkundigte sich bei Herrn Dr. Kückelmann, dem ersten Vorsitzenden und Verwalter vom Kuratorium Junger Deutscher Film, der praktisch die ersten Filmförderungen verteilte. Er sagte, können Sie mir nicht irgendeinen Kameramann nennen? Ich kenne keinen. Und dann hat er mich genannt und ich traf den Herzog. Und wir trafen uns in einem ziemlich gestaltlosen Café, und es war keine sehr gute Begegnung. Wir fühlten uns alle ein bisschen gehemmt. Und schließlich sagte er, wissen Sie was, da machen wir etwas ganz anderes. Damals waren wir noch per Sie. Man war um 68 rum, davor und danach eben ziemlich lang noch per Sie. Ne? Kommen Sie morgen Abend zu uns zum Essen zu meiner Mutter. Und dann war eine völlig andere Atmosphäre da. Die Mutter war entzückend, die Mutter war eine Partisanin gewesen im Jugoslawienkrieg, und ich brauchte dann eine längere Zeit, um rauszukriegen, auf welcher Seite. Ne? Und eine ganz entzückende Frau, die außerdem noch gut kochen konnte und mir so wehrige Bemerkungen manchmal sagte, wie, also mein Sohn kann sehr gut und sehr genau schießen, aber die Kamera, beziehungsweise das Gewehr reinigen und wieder neu im Stand setzen, wieder zusammensetzen, da bin ich besser. Sie gehen ja in Ihrer Dokumentation auch auf die Rezeption, die Kritik und Herzogs Reaktion auf den Film ein. Können Sie sich noch erinnern, wie das damals lief? Der wurde ja zuerst nicht von der freiwilligen Selbstkontrolle freigegeben. Dann war er ab 18, hat zuerst keinen Verleih bekommen. Wie Herzogs Reaktion war auf den Film, kritisieren Sie ja ein bisschen, das heißt, sich dann, dass er die gesellschaftliche Dimension ja, da ausgeklammert hat. Wissen Sie noch, oder hatten Sie da Gespräche drüber? Nein, ich hatte keine Gespräche mehr mit ihm drüber. Ich habe ihm am Anfang hatten wir einige Gespräche drüber, aber dann später nicht mehr, weil ich es für fruchtlos hielt. Ne? Die Sache war passiert und ich mochte den Teil und mag ihn zum Teil immer noch sehr. Aber ich weiß nicht, was Herzog in der Zwischenzeit über diesen Film denkt. Ich glaube nicht, dass er sich da so viel Gedanken drüber gemacht hat in der Zwischenzeit. Aber das ist nach wie vor ein sehr interessanter Film und ich bin heilfroh, dass wir den auf Schwarz-Weiß gedreht haben. In Farbe wäre er wahrscheinlich ziemlich schrecklich. Das wollte ich Sie auch fragen. Gab es die Überlegungen, weil 69, 70 war es nicht mehr so selbstverständlich, auf Schwarz-Weiß zu drehen, wie noch 2 Jahre vorher? War es nicht, ja. Mhm. Aber wir hatten auch nicht genügend Geld. Also insofern war Schwarz-Weiß ein guter Vorschlag, um unser Budget nicht zu hoch kommen zu lassen. Ja, das gab den Rahmen, aber diesen Rahmen haben die Schauspieler selber ausgefüllt. Die waren sehr diszipliniert und hatten eine Ahnung vom Job. Also da musste man gar nicht sagen, wir haben ihm nur die Grundrichtung angegeben und die Damen und Herren haben wunderschön funktioniert und wir waren sehr beglückt über die. Das haben die alles ganz toll gemacht.
Selbst das Kamel am Schluss war ein großartiger Darsteller, auch wenn die Leute sagten, ihr habt dem Kamel die Sehnen durchgeschnitten und allen möglichen Blödsinn wurde behauptet, was überhaupt nicht wahr ist. Dem Kamel geht es wunderbar. Das hat dort zwischen dem, was sein Trainer sagte und was wir sagten, hin und her gerissen, wusste nicht so richtig, was es tun sollte. Aber es wurde keineswegs gepeinigt. Das haben verschiedene Leute sich einfallen lassen, die was gegen den ganzen Film hatten, was ihnen ja auch nicht auszureden sein kann. Sie sagen einen interessanten Satz in der Dokumentation, sinngemäß, er könnte doch alle DarstellerInnen selbst synchronisieren, dann wäre er unter sich. Können Sie das ein bisschen ausführen, was Sie damit sagen wollten? Ach, das war so eine Idee, dann hätte er es wahrscheinlich leichter. Aber vielleicht will er es auch gar nicht leichter haben. Er geht manchmal den schwereren Weg, ne, wenn man unbedingt das irgendwie so beurteilt. Aber den leichteren Weg geht er meistens aus Zufall. Er hat ihn jedenfalls niemals von vorne angesteuert. Mit Werner Herzog zu arbeiten, ist sehr angenehm. Er kapiert sehr schnell, was man will und lässt einem dann freie Bahn. Also bei dem Zwergenfilm hatte ich sehr, sehr viel freie Bahn. Die Hühner habe ich zum Beispiel entdeckt und habe sie gedreht, ohne ihm Bescheid zu sagen. Hinterher behauptete er, natürlich habe ich Bescheid gewusst. Ne? Hat er gar nicht. Woher kommt die Eingangsszene mit dem Mann, der in die Kamera nach oben schaut? Ah, das habe ich aus einem Film von, ich glaube, Peter Schamoni geliehen. Und weil ich das ganz treffend fand. Möchten Sie zu Aguirre und den Dreharbeiten noch was erzählen, was das Publikum interessieren könnte vielleicht? Tja. Geht Ihnen da noch was ein? Tja, schade, wir können den Film ja nicht morgen zusammen ansehen, weil ich dann schon wieder weg bin. Aber natürlich könnte man da eine Menge sagen. Ich bin auch, wenn Sie mich irgendwas fragen, bin ich auch durchaus in der Lage, das sofort zu beantworten. Die reinen Dreharbeiten waren etwa 6-7 Wochen. Aber das waren nicht die gesamte Arbeit, die man hatte. Wir waren im Urwald längere Zeit und haben etwas länger gebraucht, bis man die Geschichte so arrangiert hatte. Aber die wesentlichen Dinge entstanden 6-7 Wochen. Wir hatten für mehr hatten wir auch gar kein Geld. Das war eine ziemlich schwierige Angelegenheit mit Aguirre. Denn wir hatten wirklich sehr wenig Geld und manchmal trieb man die Flüsse runter. Also dieses eine Floß, das die Schauspieler auf seinem Rücken trug und das Floß, wo die Kamera war und all diese Geschichten. Das war alles sehr schön und nett und das konnte man herrlich drehen. Aber wir wussten gar nicht, wohin das Floß eigentlich fuhr. Das fuhr, wie was Flöße immer so tun, den Fluss runter, klar. Aber wir hätten auch gar keine Möglichkeit gehabt, wenn irgendwas passiert wäre, schnell anzulegen. Das kann man nicht im Urwald. Und man kann dann anlegen, wenn es irgendwie passt und dann hat man auch für diesen Fall dann das Nachtlager aufgeschlagen. Also es war irgendwie improvisiert bis ins Letzte. Aber Aguirre ist ein Film, den ich ziemlich liebe und in den ich mich mit Leib und Seele versenkt habe. Aber dass man alles in der Hand gehabt haben könnte, das sehe ich so nicht. Wir hatten sehr wenig in der Hand und trotzdem haben wir die ganze Stimmung in der Hand gehabt. Wir hatten natürlich die Schauspieler in der Hand gehabt, beziehungsweise der Schauspieler Kinski hatte uns in der Hand. Auf diese Weise hat man sich irgendwie arrangiert. Und dann entsteht das eben, was bei so verschiedenen Kräften, die gegeneinander in Stellung gebracht werden, dann mehr oder weniger automatisch passiert. Ne? Aber auch da konnte ich eigentlich tun, was ich wollte. Und Kinski hat das gutiert. Und wenn Kinski das gutiert hat, dann hatte niemand gewagt, was dagegen zu sagen. Aber äh, das ist, äh,
manchmal weiß man nicht, wie ein Drehtag anfängt und wie er endet. Das waren alles so merkwürdige Dinge und Gründe, warum ein Drehtag einmal länger und einmal kürzer ist, warum auf Anhieb manchmal etwas funktionierte und auf Anhieb irgendetwas nie funktionierte. Das hat man zwar in der Hand und auch man glaubt es in der Hand zu haben, aber in Wirklichkeit ist man hilflos dem Zufall bzw. seinen eigenen Ideen, den Ideen von Herzog, den Ideen von Kinski ausgeliefert. Und dann muss man in diese Lücke springen, die der Zufall lässt. Und das muss man ganz schnell machen, bevor irgendjemand eine blendende Idee hat, das heißt überhaupt keine. Die Kamera war meistens auf meiner Schulter, wenn es die Handkamera war. Und deshalb war das Problem nicht kleiner, das stimmt schon. Und dann war sie auf dem Stativ und ich habe geschwenkt zwischen den verschiedenen Leuten und Kinski hin und her, je nachdem. Und Kinski hat das sehr gut begriffen und Kinski macht das ganz großartig. Und er hat immer so kapiert, und dass ich so schwenkte, dass er immer drin war. Und mehr wollte er gar nicht. Andere Dinge haben ihn eigentlich nicht interessiert. Ich hab mich dann auf ihn eingelassen und wir haben sozusagen Ping-Pong gespielt, ohne dass wir uns irgendwie im Geringsten unterhalten haben. Ich habe bei keinem Film so wenig mit den Schauspielern gesprochen wie während Aguirre. Überhaupt nicht. Kinski tat was und wusste genau, dass ich das alles ausnütze, was er da tut. Und das ist ziemlich ideal, würde ich sagen. Und Herzog hat manchmal eingegriffen und manchmal nicht. Und manchmal hat er eingegriffen und dann wurde er von Kinski zusammengebrüllt und manchmal hat er eben nicht eingegriffen. Und Kinski und ich haben unser stummes Spiel miteinander gespielt und irgendwann war die Szene im Kasten. Also es war mehr oder weniger mysteriös, das Ganze. Trotzdem war es ein reiner Erfolg. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihr Kommen. Ich danke Ihnen. Und Ihnen auch für Ihr Interesse und Ihr Kommen. Einen schönen Abend.